Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier gerade am Strand, um genauer zu sein an der Südküste Portugals. Dieser Strand heißt Praia dos Três Irmãos, was auf Deutsch bedeutet Strand der drei Brüder. Und ich habe mir gedacht, das ist der perfekte Ort, um mein Sephora-Haul für euch zu drehen. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich mal los. Ich habe alles hier in diese Tüte gepackt. Diese Tüte habe ich bei meinem letzten Einkauf geschenkt bekommen. Und ich packe das einfach mal aus und nehme mir die Produkte raus und stelle euch die vor. Das erste Produkt, ganz unspektakulär, Nagelfeilen. Ich habe mir gleich ein Zweierpack geholt. Mir ist ein Nagel nämlich abgebrochen und da konnte ich die wirklich sehr gut gebrauchen. Die nächsten Produkte sind diese zwei Cubes. Die kann man zum Baden benutzen, einmal in der Richtung Schokolade und einmal Strawberry. Das ist auch von der Sephora Eigenmarke und die waren in so einer Überraschungstüte, die man bei der Kasse mitnehmen konnte. Dann habe ich mir noch eine Lippenmaske gekauft und zwar auch von der Sephora eine Eigenmarke und zwar die Cher Lip Mask. Durch den Strand und Sonne werden die Lippen ja auch schön strapaziert und da kann so eine Maske nicht schaden. Dann habe ich mir noch Serien mitgenommen und zwar gleich drei Stück. Auch von der Sephora Eigenmarke, einmal mit Zink, Vitamin C und Magnesium. Zink ist, um die Poren zu verfeinern und die Hautunebenheiten und auch die Pickelchen zu minimieren. Vitamin C schenkt der Haut Leuchtkraft und Feuchtigkeit. Und Magnesium ist, um die Haut zu erneuern. Und da bin ich auch ganz gespannt, wie die wirken. Also dieses habe ich schon paar Mal benutzt. Es fühlt sich wirklich sehr gut auf der Haut an. So sieht das Fläschchen aus. Ist ein Pumpspender und ich finde es bis jetzt wirklich sehr angenehm und bin auch gespannt, wie die anderen zwei wirken. Dann habe ich mir von der Marke Toni Moly diesen süßen Panda-Stick mitgenommen. Das ist so ein Stick, das man sich unter das Auge tun kann, um die Schwellungen zu minimieren und auch für einen frischen Kick. Es spendet schön Feuchtigkeit, es ist auch erfrischend und ich finde es bis jetzt ganz, ganz angenehm. Es riecht auch wirklich mega gut und es sieht einfach nur süß aus. Dann habe ich mir von der gleichen Marke diesen Lippenstift mitgenommen. Also das ist so ein Gloss Bar. Hat wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Es ist schön leicht und glossy. Wirklich perfekt auch für den Alltag. Und schaut euch auch diese Verpackung wieder an. Die ist so, so süß. Und den konnte ich einfach nicht da lassen. Dann habe ich nochmals von der Sephora Eigenmarke noch zwei Lippenprodukte mitgenommen. Einmal in der Farbe 05 Wonderful Red. Und einmal 02 Wonderful Coral. Das sind solche Matte Lip Creams und die sind mega, mega schön. Die haben so ein Schwämmchen vorne dran und es hat so ein schönes Finish. Man kann sie deckend auftragen, aber auch leicht matt auftragen und es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und dann habe ich mir nochmals ein Lippenprodukt mitgenommen und zwar von Makeup Forever. In der Farbe C211. Das ist so ein creamy Lipstick. Schaut euch diese Farbe an. Die ist auch so schön. Die kann man perfekt für den Alltag tragen. Und die sieht einfach schön natürlich aus. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes creamy Finish. Sieht wirklich schön aus und schaut euch die Verpackung an, die finde ich auch mega cool. Einfach ganz schlicht gehalten, fühlt sich auch sehr hochwertig an und die kann ich auch wirklich sehr, sehr empfehlen. Dann habe ich mir ebenfalls von Makeup Forever noch einen Primer geholt und zwar der Step One Skin Equalizer. Das ist die Version 2, genau, hier oben steht es, 2. Das ist der hier. Den habe ich im Laden ausprobiert und ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Also er fühlt sich
gut auf der Haut an. Ich habe ihn noch nicht mit Make-up ausprobiert, da ich kein Make-up dabei habe. Aber ich bin da auch wirklich gespannt, wie denn das ganze Ergebnis aussieht und das Finish so ist. Aber ich habe schon viel, viel Gutes davon gehört. Dann kommen wir zu den letzten zwei Produkten. Und zwar hat Benefit ja ihre neue Augenbrauen-Serie rausgebracht. Und da habe ich mir dieses Produkt hier geholt. Und zwar der Good Proof Brow Pencil in der Farbe 4. Ich packe euch den mal aus. So. Das sieht so aus. Auf der einen Seite hat man das Produkt in so einer Dreiecksform. Das erleichtert das ganze Auffüllen. Und auf der anderen Seite hat man noch die kleine Bürste. Und ich finde dieses Produkt wirklich mega gut. Also es ist mega leicht aufzutragen. Es sieht schön natürlich aus. Ich mag ja diese ganzen perfekten Augenbrauen ja nicht, die man immer auf Instagram sieht, sondern ich mag es einfach natürlich. Und mit diesem Stift kann man wirklich ein sehr schön natürliches Ergebnis erzielen. Und es ist auch perfekt für Anfänger. Also falls ihr noch nicht so geübt seid mit Augenbrauen, kann ich euch dieses Produkt empfehlen. Es ist wirklich leicht. Und dann konnte ich es nicht lassen, noch ein Set mitzunehmen. Denn Benefit hat diese Produkte auch in Sets rausgebracht. Es gibt, glaube ich, 3 Sets. Und ich habe mir den hier mitgenommen, und zwar der Big and Bolder Brows. Das hat 3 Produkte. Ich packe euch das auch mal aus. Das hat um die 40 Euro gekostet. Und wenn man die Preise von den einzelnen Produkten sieht, lohnt sich das auf jeden Fall. Die Verpackung sieht so aus. Also es ist aus Aluminium. Sieht mega süß aus. Und ist nicht so leicht aufzubekommen. Und das sind die Produkte, die man hier bekommt. Einmal das Fixiergel, einmal die Pomade. Die sieht so aus. Oben hat sie noch ein kleines Pinsel. Kann man hier, hat man schön alles dabei. Und dann hier noch der Highlighter für unter die Augenbraue. Und falls man noch braucht, hat es hier noch 2 Applikatoren, also 2 Schablonen, die man hier unter die Augenbrauen tun kann. Und dann kann man sich so die Augenbrauen auffüllen. Dieses Produkt ist auch wasserfest, also die Pomade. Und ich habe mir heute auch die Augenbrauen damit gemacht. Und ich finde die wirklich mega, mega gut. Also auch hier ist es wirklich ein schön natürliches Ergebnis. Und ich finde, es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und wieder auch perfekt für Anfänger. Falls ihr noch nicht so geübt seid, ist auch dieses Produkt wieder sehr, sehr einfach aufzutragen. Das war's auch schon mit dem Video. Es war mal ein anderes Haul, als ihr es sonst gewohnt seid. Ich hoffe, euch hat dieses Video aber trotzdem gefallen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Vergesst dich auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich freue mich jetzt, da baden zu gehen, denn es ist wirklich mega heiß. Ich schicke euch viele Grüße aus Portugal und bis zum nächsten Mal.